Wahrscheinlich haben Sie sich wie ich schon öfter diese Frage gestellt. War die Alphabetisierung des Volks wirklich eine gute Idee? Neben den vielen erdrückenden Gründen dagegen gibt es nun endlich einen dafür. Ich habe einen Roman geschrieben. Und im Gegensatz zur katholischen Kirche lege ich diese Manuskript nicht nur Klerus und Adel ans Herz, sondern Laien und Narren aller Art. Der Roman heißt O Mama. Wir schreiben das Jahr 1945. Ganz Österreich ist von den Alliierten besetzt. Ganz Österreich? Ja. Und ein kleines steirisches Dorf leistet keinerlei Widerstand. Mit Feuerwehrbällen, den Streichen des Dorfdecks sowie dem ersten Fernsehgerät kämpfen sie unbeugsam gegen die Langeweile der Nachkriegszeit. Im Mittelpunkt das Schicksal einer jungen Frau, die sich an all das nur vage erinnert, aber zum Glück ein Enkelkind hat, das skrupellos genug ist, Großmutters Gedächtnislücken zu füllen. Oma und Enkeltochter erleben zahlreiche heitere Abenteuer wie Fleischschmuggel aus Ungarn, Durchfall in Ägypten oder den amorösen Wettstreit um einen Kreuzfahrtoffizier. Tja, und wen das nicht zu begeistern weiß, dem sei verraten, ich habe das Buch nackt geschrieben. Viel Vergnügen.